Hier kommen ein paar schräge astronomische Fakten für dich. Auf manchen Planeten regnet es geschmolzenes Glas, andere haben Monde mit eigenen Ringen und auf manchen gibt es Vulkane, die Eis spucken. Außerdem weiß die Wissenschaft inzwischen, wie das Weltall sich anhört. Interessiert? Dann lass uns gemeinsam ein paar erstaunliche Fakten durchgehen. Die Venus rotiert in äußerst gemütlichem Tempo. Eine volle Umdrehung dauert 243 Erdentage und der Planet braucht knapp 225 Erdentage, um die Sonne zu umrunden. Das heißt, ein Tag auf der Sonne ist länger als ein Jahr. Es gibt zehntausende schwarze Löcher im Mittelpunkt unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße. Hunderte von ihnen sind mit einem Stern gepaart und fast 10.000 sind isoliert. Schwarze Löcher sind unmöglich zu entdecken, da Licht ihnen nicht entkommen kann. In der Astronomie macht man sie mit Hilfe von Röntgen ausfindig oder indem man ihre Anziehungskraft berechnet. Eine Sonnenfinsternis kannst du erleben, weil der Mond zwar 400 Mal kleiner ist als die Sonne, dabei aber auch der Erde 400 Mal näher. Dadurch ist er in der Lage, unseren Stern zu verdecken. Doch in 50 Millionen Jahren, ich bin dann nicht mehr dabei, wird das nicht mehr passieren, weil der Mond eine ganz andere Umlaufbahn haben wird. Der höchste Berg im Sonnensystem ist der Olympus Mons auf dem Mars. Er ist dreimal so hoch wie der Mount Everest, der höchste Gipfel der Erde über dem Meeresspiegel. Würdest du auf der Spitze des Olympus Mons stehen, würdest du gar nicht bemerken, dass du dich auf einem Berg befindest. Seine Hänge wären durch die Planetenkrümmung unsichtbar. Ein kompletter NASA-Raumanzug kostet unfassbare 11 Millionen Euro. Japp, glaube ich sofort. 70% dieser heftigen Summe geht für ein Kontrollmodul und Rucksack drauf. Astronomen und Astronominnen haben ein massives Wasserreservoir im All entdeckt. Das größte je gefundene. Zu schade, dass es auch am weitesten entfernt ist. 12 Milliarden Lichtjahre weit weg von uns. Die Wasserdampfwolke enthält 140 Trillionen mal so viel Wasser wie sämtliche Ozeane der Erde zusammen. Im All herrscht kein perfektes Vakuum. Darin befinden sich nicht nur Sterne und Planeten, sondern auch Wolken aus interstellarem Staub, Weltraumplasma und kosmische Strahlen. Das sind Atomfragmente, die von den Grenzen des Sonnensystems schießen. Ein Phänomen, über das die Leute sich bei der Erforschung des Alls Gedanken machen sollten, ist Kaltschweißen. Berühren sich zwei Stücke des gleichen Metalls im Weltraum, verbinden sie sich sofort und kleben permanent aneinander. Auf der Erde passiert das nicht, da Wasser und Luft Teile getrennt halten. Die Astronauten und Astronautinnen an Bord der ISS gehen nicht auf ihren Füßen umher. Sie schweben. Daher wird die Haut an ihren Füßen im Orbit sehr weich und beginnt abzublättern. Aus diesem Grund müssen sie ihre Socken sehr vorsichtig ausziehen, sonst brechen Hautzellen frei und schweben durch die schwerelose Umgebung. Erdbeben auf dem Mond oder richtiger Mondbeben? Sind keine Science-Fiction, auch wenn sie seltener auftreten als auf unserem Planeten. Und wenn sie es tun, dann viel näher am Mittelpunkt unseres Trabanten. Die Wissenschaft vermutet, dass Mondbeben von der Schwerkraft der Erde und der Sonne verursacht werden. Einer der Saturnmonde, Rhea, besitzt möglicherweise ein Ringsystem aus drei engen Bändern. Schaffen Astronomen es, das zu bestätigen, wäre das erste Mal, dass man einen Mond mit Ringen findet. Puh, ist doch gar nichts. Ich habe seit Jahren Ringe um den Kragen. Normale, sichtbare Materie, zum Beispiel Planeten und Sterne, macht gerade mal 5% des Universums aus. Der Rest besteht aus unsichtbarer, dunkler Energie, etwa 68%, und dunkler Materie, ca. 27%. Rechne das zusammen und du kommst auf 95% des Alls, über die wir nichts wissen. In seinen dunkelsten Bereichen ist das All eiskalt. Minus 270 Grad Celsius. Aber versuch mal, auf der Erdumlaufbahn um die Sonne zu kreisen. Da kommst du bei 121 Grad Celsius schnell ins Schwitzen. Das ist einer der Gründe, wieso Raumanzüge weiß sind. Diese Farbe reflektiert die Sonnenwärme am besten. Zurzeit gibt es 6 Mars-Erkundungsmissionen auf dem oder um den roten Planeten herum. Heißt das, der Mars ist bevölkert von Robotern? Was wohl die kleinen grünen Männchen dazu sagen? Wäre die Sonne so groß wie eine Wohnungstür, wäre unser Planet dagegen ein Centstück. Mit anderen Worten, in der Sonne wäre Platz für 1 Million Erden. Mondgestein besitzt eine superlangsame Erosionsrate. 1 Millimeter alle Millionen Jahre.
Aus diesem Grund werden die Fußabdrücke der Apollo-Astronauten da wohl noch 10 bis 100 Millionen Jahre bestehen bleiben. Der Jupitermond Io ist 4,5 Milliarden Jahre alt, fast so alt wie der Planet selbst. Er ist einer der wenigsten Himmelskörper im Sonnensystem mit aktiven Vulkanen. Und diese Vulkane sind so mächtig, dass sie spektakuläre Anblicke schaffen, die man später sogar mit Teleskopen von der Erde aus sieht. Der Name Io stammt übrigens von einer legendären Geliebten des griechischen Gottes Zeus. In der Mythologie hat der sie in ein Kalb verwandelt, um sie vor seiner Frau Hera zu verheimlichen. Wow, also ist die Kuh tatsächlich über den Mond gesprungen? Ich glaube, wir bräuchten hier eine Kuhglocke. Okay, genug Kühe für jetzt. Zurück ins All. Ein Neutronenstern entsteht, nachdem eine Supernova zusammengebrochen ist. Nach seiner Geburt rotiert er extrem schnell, etwa 60 Mal pro Sekunde. Doch diese Rate kann manchmal auf bis zu 600 Mal pro Sekunde steigen. Mir wird schon jetzt ganz schwindelig. Der Weltraum sollte eigentlich nicht schwarz sein. Es gibt doch überall Sterne. Sollten die nicht alles hell erleuchten? Du siehst Sterne nicht überall um dich herum, weil einige von ihnen nicht lange genug existieren, dass ihr Licht die Erde erreicht. Ein weiterer Saturnmond, Iapetus, besitzt eine einzigartige Färbung aus zwei Tönen. Der Unterschied zwischen den zwei Halbkugeln des Trabanten ist beeindruckend. Eine von ihnen ist hell, die andere unheimlich dunkel. Noch ist die Wissenschaft nicht dahinter gekommen, wieso? Sämtliche Planeten des Sonnensystems würden locker zwischen Erde und Mond passen und es bliebe sogar noch Platz. Ja, es gibt viel Raum im Raum. Saturn ist nicht der einzige Planet mit Ringen. Die Gasriesen Uranus, Neptun und Jupiter haben ebenfalls Ringe, doch die sind dünn und fast unsichtbar. Die NASA kann Plasmawellen, Funkwellen und Magnetfelder in Audiospuren konvertieren, um zu hören, was im All passiert. Sie nehmen alle möglichen spannenden Geräusche auf. Vom Piepen bis zu sirenenähnlichem Heulen. Gleichzeitig ist das Weltall ein unheimlich stiller Ort. Es gibt ein paar Schallwellen und Vibrationen, doch Menschen können diese nicht wahrnehmen. Kariklo ist ein winziger Himmelskörper, der die Sonne zwischen Saturn und Uranus umkreist. Mit nur 252 Kilometer Durchmesser ist es kein Planet, aber er besitzt zwei Ringe. Ich habe Ringe gesagt, nicht Klingel. Eines der Dinge, für die Jupiter berühmt ist, ist der große rote Fleck. Ein gigantischer Wirbelsturm. Das Phänomen war früher so riesig, dass zwei oder sogar drei Erden hineingepasst hätten. Doch der Fleck schrumpft. Inzwischen würde nicht mehr als eine Erde hineinpassen. Astronomen und Astronominnen haben erstmals den wahren Farbton eines Planeten herausgefunden, der um einen anderen Stern kreist. HD 189733b besitzt eine wunderbare azurblaue Farbe. Der Grund mag sein, dass geschmolzenes Glas wie Regen auf den Planeten herabfällt. Das streut blaues Licht in die Atmosphäre. Von weitem sieht der Planet fast aus wie die Erde, doch es ist ein Gasriese, der sehr dicht um seinen Stern herumkreist. Die Temperatur auf dem Planeten erreicht fast 1000 Grad Celsius. Nicht anfassen! Der einzige Asteroidengürtel im Sonnensystem, von dem die Astronomie weiß, liegt zwischen Mars und Jupiter. In diesem Gebiet gibt es tausende Asteroiden. Das sind unregelmäßig geformte feste Objekte verschiedener Größe, doch sie alle sind viel kleiner als ein Planet. Der Ozean auf Jupiter ist größer als jeder andere im Sonnensystem. Doch anders als die Ozeane der Erde besteht er nicht aus Wasser, sondern aus metallischem Wasserstoff. Die Tiefe des Ozeans beträgt kolossale 40.000 Kilometer. Das entspricht fast genau dem Umfang der Erde. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben die chemische Zusammensetzung einiger Meteoriten aus der Sahara, Antarktika und anderen Orten analysiert. Manche der Steine stammten demnach vom Mars, andere vom Mond und wieder andere aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Die Erde bekommt in einer Stunde mehr Energie von der Sonne, als die Menschen in einem Jahr verbrauchen. Während der vergangenen 15 Jahre haben wir begonnen, 20% mehr Solarenergie zu verwenden. Das mag viel klingen, entspricht aber nur 0,7% der Energie, die die Menschheit jährlich nutzt. Venus ist berüchtigt für ihre mächtigen Winde. Über den Wolken wehen die 50 Mal schneller, als der Planet sich dreht. Diese heftigen Stürme hören nie auf und werden mit der Zeit sogar stärker.
Die größte Schlucht im Sonnensystem, die Valles Marineris auf dem Mars, ist mehr als 10-mal so groß wie der Grand Canyon auf der Erde. Manche Astronomen und Astronominnen glauben, dass der Canyon vor Milliarden von Jahren entstand, als der Planet abkühlte. Kryovulkane auf dem Pluto, manchmal auch umgangssprachlich als Eisvulkane bezeichnet, spucken Eis. Oder vielmehr eine geschmolzene Mixtur aus Wasser, Eis und gefrorenen Ammoniak, Stickstoff und Methan. Hat Charles Dickens nicht ein Buch darüber geschrieben? Große Eruptionen? Die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie werden sich in 3,75 Milliarden Jahren treffen. Sie rasen mit halsbrecherischem Tempo aufeinander zu. Wenn die beiden Galaxien kollidieren, werden sie eine riesige elliptische Galaxie bilden. Wow! Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir sicher gefallen. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.